Let's get ready to rumble. Dieser Herbst lässt Kampfsportherzen höher schlagen. Anthony Joshua tritt gegen Alexander Povetkin in den Ring, Saul Canelo Alvarez und Gennady GGG Golovkin treffen sich zum Rückkampf und Quinton Rampage Jackson tritt in einem Bellator-Event gegen Wanderlei Silva an. Diese und mehr Fight-Highlights bietet DAZN in den nächsten Wochen. MIT Dem. Den Auftakt für den. Vor genau einem Jahr traten die beiden Mittelgewichtler bereits gegeneinander an und lieferten sich ein Duell, das mit einem umstrittenen Split-Draw endete. Nun gibt es die Chance auf Revanche. DAZN geht um 2 Uhr in der Früh auf Sendung, nach den Vorkämpfen steigt der Hauptkampf dann voraussichtlich gegen 5 Uhr. Anthony Joshua, Alexander Povetkin am 22. September live auf DAZN ist der aktuelle Superstar der Boxszene Anthony Joshua. Am 22. September wagt sich der Schwergewichtsweltmeister der IBF, WBA, WBO und IBO wieder in den Ring und duelliert sich mit Alexander Povetkin. Zwar geht Joshua als Favorit in den Kampf, doch der Russe ist mit seiner Schlagkraft und der Effizienz in seinen Hieben nicht zu unterschätzen. Kann Povetkin seinem Kontrahenten die erste Niederlage in dessen Profikarriere zufügen? Auf DAZN erfahrt ihr es. Das Netflix des Sports zeigt den Fight am Samstag ab 23 Uhr. Zuvor sind auch die Vorkämpfe im Programm zu sehen. Um 19 Uhr geht es damit los. Alexander Povetkins Profi-Statistik, 22 Bellator-Fights pro Jahr live auf DAZN. DAZN hat zusammen mit dem MMA-Veranstalter Bellator eine mehrjährige Partnerschaft verkündet. Los geht's am 29. September und das gleich mit einem epischen Event, neben dem Titelkampf im Mittelgewicht zwischen Gegard Mousasi und Rory McDonald zeigt das Streaming-Portal auch das Aufeinandertreffen von Quinton Rampage Jackson und Wanderlei Silva. Start ist um 1 Uhr in der Nacht.